Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid auf meinem Kanal. Heute bin ich beim Händlerbesuch und zwar genau genommen bei der Firma Koiteufel hier in Österreich in Wieselburg. Nun, seit 2019 gibt es diesen Händler hier und heute möchte ich euch mitnehmen und euch einmal ein paar Eindrücke von diesem Händler zeigen. Insgesamt befinden sich hier am Grundstück 7 Verkaufsbecken mit ca. 70.000 Liter Wasservolumen und derzeit rund 300 Koi, die zum Verkauf stehen. Da werde ich euch auch den einen oder anderen Fisch präsentieren und damit ihr selbst auch erkennen oder sehen könnt, welche Qualität an Koi ihr hier auch kaufen könnt. Nebenbei gibt es dann auch noch eine Quarantäneanlage, die umfasst ca. 10.000 Liter Wasservolumen. Nun, die Neuimporte kommen immer zuerst in die Quarantäne, bleiben dann einmal mindestens 2 Monate dort, um den Gesundheitszustand der Fische festzustellen und gegebenenfalls vielleicht auch zu behandeln. Und erst nach dieser Zeit gehen dann die Fische in den Verkauf, damit ihr auch wirklich gesunde Fische kaufen könnt. Aber genug geredet, ich nehme jetzt die Kamera auf die Hand und werde euch ein paar Impressionen hier von dieser Firma Koiteufel zeigen. Ja, zu Beginn schauen wir uns einmal gemeinsam den Schoteich an, in dem Koi bis zu 85 cm derzeit schwimmen, aber gelegentlich gibt es hier auch noch größere Fische zum Verkauf. Was auffällig ist, ist, dass alle Fische sehr gesund aussehen, also man sieht keinerlei Krankheitsanzeichen oder sonst irgendwelche abstehenden Schuppen oder dergleichen. Das ist ein ganz bunt gemischter Bestand. Ist auch letztendlich vom Händler selbst der Schwimmteich, in dem er im Sommer ab und zu einmal baden geht. Und dementsprechend groß ist auch die Liebe zu den Fischen hier. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die sehr naturnahe Umrandung. Hier ist sehr viel mit Holz gearbeitet worden. Es sind im Becken Holzkästen verbaut, wo dann Schilf eingesetzt wurde, was dem Ganzen ein sehr natürliches Bild gibt. Ja, und unter dieser Terrasse hier verbirgt sich der Filter, aber auch sonst lädt diese Terrasse natürlich zum Verweilen ein. Gerade im Sommer, vielleicht nach einem starken Arbeitstag, kann man sich hier sicher gut entspannen. Insgesamt werden gute 30.000 Liter pro Stunde an diesem Teich umgewälzt. Derzeit sind 3 von insgesamt 5 Rückläufen in Betrieb. In der Winterzeit wird die Umwälzung immer etwas reduziert. Der Teich selbst verfügt über insgesamt 4 Zuläufe zum Filter und dann noch zusätzlich einen Skimmer. Aber natürlich gibt es hier auch noch andere Becken, Verkaufsbecken, und die wollen wir uns jetzt dann in der Folge gemeinsam ansehen. Ja, hier seht ihr jetzt 4 Verkaufsbecken. Was sofort ins Auge sticht, ist die tolle Abdeckung, wie man sie von Schwimmbädern kennt. Nur halt in Miniaturform. Ich hatte vorher auch nicht gewusst, dass es überhaupt so etwas gibt. Das ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt hier kleine Luken, Fenster für den Winter, wo man dann auch Zugang zu den Fischen hat, oder so wie ich jetzt einfach die Kamera mal reinhalten kann, um die Koi zu filmen. Aber natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit 2 Fingern diese Abdeckung etwas nach hinten zu schieben. Ja, und dann hat man ungehinderten Zugang zum Becken, was wirklich toll ist. Aber kommen wir zurück zu den Fischen. Auch hier absolut tolle Koi in bester Gesundheit. Ich soll mal versuchen, das so zu filmen, dass es nicht so stark spiegelt. Und wie gesagt, quer durch alle Varietäten von Koi. Wir haben wunderbare Kohako, Shiro Utsuri, aber auch Yamabuki Ogon. Im nächsten Becken sehen wir dann Showa, Kuchako, Tancho Kuchako und ähnliche Koi. Jedes Becken ist auch beschriftet. Es gibt auch hier inklusive der Preisangabe, habe ich gerade gesehen, etwas, was ich sehr schätze bei Koi-Händlern.
dann hat man nicht den Eindruck, es ist irgendein Wunschpreis, der sich nach dem richtet, mit welchem Auto das man vorfährt, sondern man kann hier im Vorfeld genau sehen, was die Koi kosten. Wenn man hier schaut, wunderbare Hiuzure und Kiuzure im Becken, sind etwas kleinere Koi, aber dennoch in hervorragender Qualität. Und last but not least, ein kleineres Becken mit Karashi, Yamambuki, einigen Shobas, die sich hier im Becken befinden. Auch hier gibt es wieder Preisinformationen. Alles in allem auch sehr vernünftige Preise, wie ich finde. Da ist auch für den schmalen Geldbeutel etwas dabei. Ja, im hinteren Teil des Gartens befinden sich dann nochmal zwei Verkaufsbecken. Hier sind indonesische Koi drinnen, sogenannte Longfin Koi, auch bekannt unter dem Namen Hummeln oder Bienen oder dergleichen. Ein paar tolle Jaguar finden wir ebenfalls hier drinnen in diesen Becken. Ja, und auch hier gibt es dann wieder eine preisliche Auskunft. Zwar befinden sich die Koi in einem Preisfenster von 75 bis 495 Euro. Und im letzten Außenhälterungsbecken hier haben wir dann ganz tolle Shoba, Kohako, Sanke, Goshiki. Ein paar richtig schöne Tancho Kohako finden sich da ebenfalls in diesem Becken. Und die Größe wird irgendwo sein zwischen 35 und knapp 50 cm. Und falls euch die Preise interessieren, hier befinden wir uns in einem preislichen Rahmen von 245 bis 1350 Euro. Auch hier alles sauber beschriftet. Da gibt es keine Spekulationen über die Preise. Wie gesagt, alles im Allen eine wirklich tolle aufgebaute Anlage. Eine sehr sauber geführte Verkaufsanlage. Und jetzt werfen wir noch ganz kurz einen Blick ins Quarantänebecken. Ja, hier befinden wir uns jetzt im Keller vom Koi Teufel. Da sind zwei Quarantänebecken, einmal ein 1000 Liter Quarantänebecken für die kleineren Dose, die kommen. Und auf der anderen Seite dann ein großes Becken mit insgesamt über 10.000 Liter Wasservolumen, wo dann die größeren Koi hier ihre zweimonatige Quarantäne absitzen. Derzeit ist die Anlage außer Betrieb, da der Import schon stattgefunden hat. Für die Technik Faszinierten, gefiltert wird hier in diesem Bereich mit einem Spaltsieb und anschließendem Beetfilter. Vielleicht noch ganz kurz, wie werden alle Verkaufsbecken gefiltert? Wir haben hier einmal exemplarisch einen Filter aufgemacht. Es sind alle Filter gleich aufgebaut. Es gibt jeweils einen Skim und einen Bodenablauf. Das Ganze geht dann zuerst durch zwei Reihen Bürsten. Das Wasser wird dann in der nächsten Kammer nach unten geführt. Hier in diesem HT-Rohr sitzt die UVC-Lampe. Das Wasser muss dann vom Boden aufsteigen durch das Helix hindurch und kommt dann im Anschluss hier in diese Kammer, wo noch ein Patronenfilter sitzt. Und von diesem Patronenfilter geht es dann über eine Pumpe zurück ins Becken. Nun, alle Filter haben ca. 10% Teichvolumen. Das heißt, für ausreichend Filterkapazität ist gesorgt. Und ich denke, ihr habt das selbst auch an der Wasserqualität der einzelnen Becken gesehen. Also sind alle Becken wirklich hervorragend gefiltert. Das ist ein Zeichen, dass die Filterung auch wirklich einwandfrei funktioniert. Ja, so viel zum heutigen Video. Heute zu Besuch bei der Firma Koi Teufel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Gefällt mir Daumen da. Es würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und meine Videos an andere weiterempfehlt. Ja, und sicherlich freut sich auch die Firma Koi Teufel, wenn ihr vielleicht die Gelegenheit habt, hier mal einen Sprung vorbeizuschauen. Ich verbleibe in der Zwischenzeit mit freundlichen Grüßen. Wir hören und sehen uns sicher bald wieder. Euer Roland O.